Wanderlherz, da sind wir jetzt auf jeden Fall. Ich will das Intro eigentlich nicht kaputt quatschen, deswegen Ruhe. Doch, definitiv eindrucksvoll. So, gehen wir mal auf Optionen. Können wir hier Deutsch einstellen? Wir hatten ja so Ikonen. Erstmal herzlich willkommen. Wir hatten ja so Ikonen durchgespielt und das war so für mich das erste. Oh, guck mal, Deutsch. Textspeed, da gehen wir definitiv auf Fast. Sound und alles sollten wir lassen können. Stereo, ja. Komme ich hier jetzt wieder raus? Gar nicht anscheinend. Ich komme hier nicht wieder raus. Select, nö. Kreis nicht. X, okay. Und wenn ich jetzt hier auf. Warte mal. Hat er jetzt wieder zurückgestellt? Ne. So, dann gehe ich hier mal auf New Game. Ich habe mir auch die Kritiken und alles durchgelesen. Kommt auch von Konami wie Suikoden. Soll aber anders von der Art sein. Und einer der ersten. Over a millennium, the fertile lands in the heart of this vast continent were ruled by the holy Asha dynasty, descendants of Toroa the Messiah. However, it is man's doom to forget. Amidst all the wealth and exotic pleasures, the nobility lost their way and sank into corruption and depravity. Forgetting even the holy teaching of Toroa. It was in these days of unrest that the citizens, struggling under an oppressive regime, rose up and, under the leadership of Aris the Sage, took up arms against the kingdom. That was the first outbreak of violence in what would later be known simply as the Revolution. The Royal Army's counterattack was swift and fierce, but time and time again they were put to flight by the cunning strategies of Aris and the indomitable will of the advancing Liberation Army. Erinnert doch an Zirkonen ganz schön stark. In hand, the rebels set up a council and worked to establish the continent's first democracy. And so, the Republic of Ishtaria was born. However, Aris the Sage, whom all hoped would lead the country, mysteriously vanished and has not been seen again to this day. Okay, also Großheld ist verschwunden. Now, 15 years later, the shadow of war once again threatens Ishtaria. Finde ich toll, dass alles vertont ist. Genau, wir haben hier einen der ersten und ich würde sagen, der allererste, zumindest in Europa, für die PlayStation 1 erschienene isometrische JRPG, kannst du, oder Echtzeitstrategie, kam zum ähnlichen Zeitpunkt wie Suikoden raus. Siehst du das auch im. In der Verpackung, dass dann jeweils das andere Spiel beworben wird. Oder zumindest, dass bei dem Spiel Silcon beworben wird. Beides von Konami. Bin mal sehr gespannt. Weil ich habe mich ja in Silcon sofort verliebt. Ich war ja gar nicht vertraut mit dem JRPGs. Bis auf Pokémon hatte ich da überhaupt nie irgendwas in die Richtung gespielt. Noch nie. Soldat, was ist das für ein Ort? Magnus sagt, ah, ein Geheimzimmer. Sieht so ein bisschen aus, als fliegen wir, weil die Wand da so vorbeifährt. Magnus, was ist das?
wie bei Indiana Jones. Ich würde es nicht anfassen. Irgendwas passiert dann. Oh, dieses Glänzen. Das muss es sein. Diese Strahlen. Was ist los? Und so, meine Freunde, ist die Elektrizität entstanden. Premonition of War. Chapter 1? Muss ich jetzt? Ja, X, okay. Bisher bin ich noch ein bisschen verwirrt. Ash, Ash. Kaufmann, Ash. Ein Mann namens Ash. Oh, pardon. Ich dachte gerade, steh mal lieber auf, wir haben Probleme. Anderer Kaufmann, wir sind umzingelt. Ich hatte irgendwie gelesen, die deutsche Übersetzung soll teilweise sehr schlecht sein. Ich bin sehr gespannt auf das Kampfsystem. Bei Wikipedia stand auch, soll knackig sein. Hast irgendwie 7 verschiedene Klassen? Dieb sagt, hi, hi, ihr sitzt in der Falle. Wisst ihr nicht, dass dieses Tal zur Beute von Umbada gehört? Zur Beute. Anderer Dieb, es sind nur dumme, fahrende Händler. Unwissen ist die Wurzel allen Unglücks, wie das Sprichwort sagt. Wenn ihr leben wollt, dann her mit allem, was ihr habt. Obwohl wir euch sicher eh umlegen. Hasse umlegen. Ja, der Schreibstil ist auch ein bisschen, ja, also der Font ist ein bisschen merkwürdig. Unwissen ist die Wurzel, das hatten wir schon. Stimmt, Boss? Stimmt's, Boss? Oh, der ist wohlstandsmäßig gut unterwegs. Zot sagt, wa, wa, ha, ha, ha. Recht hast du. Oh, da kämpfen wir doch. Ein Mann namens Ash, Punkt, Punkt, Punkt. Dieb sagt, hihihi, hast wohl Angst zu singen, Kleiner. Alter, was sind das für Bluteffekte? Das ist in Deutschland erschienen? Zot sagt, was zum... Ha, wo bleibt das dumme Lachen jetzt? Jetzt sitzt ihr in der Falle. Wer zum Teufel seid ihr? Herr Schlembert, 16. 16. Kompanie, dachte. Sagst du jetzt dein Alter und deine Hobbys? Ishtarianische? Okay. Sicherheitskräfte, ich stehe rein, muss ich mir merken. Schreibt das auf. Diego, Renault, ebenfalls. Kennt man doch. Clint, Picard, ebenso. Zut, Ash? Ash vom Schwarzwind? Ergebt euch kampflos, ihr bekommt Unterkunft. Gegen 3 nur? Legt sie sofort um. Wir werden anscheinend direkt in den Kampf reingeschmissen. Sieg ist gleich Niederlage, okay. Das sind wir anscheinend. Ich glaube, erstmal macht man die Leute kaputt. Okay. Skill Items, Skill. Kann ich denn irgendwie angreifen? Ah, hier, guck mal.
Danke für das Erklären dieses Spiels. Action. Skill. Vielleicht ist X auch der falsche Knopf. Danke für das Erklären. Dreieck. Viereck. Ah, ich kann eine Karte drehen. Cool. Muss ich mich erstmal bewegen oder was? Skill. Spell. Skill. Ich bin verwirrt, Leute. Muss ich vielleicht einfach nur den umlegen? Skill. Select. Start. Und was ist da hin passiert? Kreis. Ist das, wenn ich hier hin drücke? Passiert eine Battle Condition. Ne, ist Battle Condition Kreis. Sieg, Tod von Ash wäre die Niederlage. Danke für die Info. Turnover. Warte mal, speichere einfach mal und dann drücken wir einfach mal irgendwie rum. X ist zurück. Vielleicht kann ich den deswegen nicht angreifen. Warte mal, ich gehe mal auf ihn hier Kreis. Okay, dann kann ich jetzt hier einen auswählen, Kreis. Action. Ah, okay, hier Action, Attack. Der kann, okay, der kann hier und da attackieren. Das heißt, wir können hier, können wir gar keinen angreifen? Na, Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, tatsächlich. Ne, kann ich auch nicht angreifen, das heißt, wir können nur Move machen, oder was? Anscheinend, ja. Okay, das können wir, warte mal, dann gehe ich auf X, Move und dann bewegen wir uns mal hierhin. Okay. Action. Achso, und dann kann ich auch noch angreifen. Kann ich jetzt den angreifen? Nee, aber vielleicht den hier. Nee, anscheinend auch nicht, cool. Nee. Okay, dann gehe ich hier mal auf Don. Don, du, Don. Ne, warte hier. So, jetzt ist er hier dran. Action. Magie. Verleiht. Okay, das heilt. Wollen wir erstmal nicht. Gehen hier auf Action, Attack. Okay, cool. Dann gehen wir hier mal auf Move. So, ich kann mich anscheinend überall hin bewegen. Kann ich mich auf denselben Platz wie er? Nee. Okay. Und dann werde ich mich einfach mal hier hin bewegen. Turnover? Was ist denn hier mit dem anderen? Hier, ihn. Ah, okay. Action. Ach, warte. Action, Attack. Achso, der kann auch, na toll. Bisschen verwurstelt das alles. Okay, Move. Und du sollst dich bitte hier bewegen. Turnover. Ach, falsche. Turnover. Enemy Turn, okay. Thank you.
Okay, wir haben einen, der zumindest heilen kann. Der läuft jetzt an. Ah, nee. Guck mal, der greift an hier. Und der greift auch an. Lustig, ey. Oh, okay. Ah, okay, und dann gab's Erfahrung jetzt schon. Support. Okay. 7. 9. Oh, okay. Lustig. Also fesselt mich direkt erstmal nicht so wie Sulkonen. Muss vielleicht halt auch erstmal reinkommen. So, warte mal, ich muss erstmal anscheinend den auswählen, der agieren soll. So, Action, Attack und dann ihn hier. Jupp. Ah, okay. Lustig. Das war ein bisschen dämlich. Ich hätte vielleicht den Boss einfach. Nein, die hätte ich ja nicht. Okay. 42 Erfahrung. Kann mich jetzt noch bewegen oder was? Nee, okay, warte, nehmen wir ihn hier. Er attackiert erstmal. Und zwar ihn. Kann ich ihn jetzt attackieren? Nee. Weil er nicht drin ist, in dem Kreis oder was? Nee. Weil sie alle außerhalb des Kreises sind. Okay, dann würde ich hier mal Magie machen. Und zwar auf ihn hier. Geht nicht, oder was? Magie? Okay. Auf ihn hier. Kann ich das auf ihn hier machen? Hm. X. Das heißt, wir wählen ihn hier jetzt aus und dann gehen wir auf Action, Attack. Und zwar als erstes ihn hier. Genau. Vielleicht ist er jetzt direkt weg. Okay. Alter, diese Todesanimation. Wahnsinn. Okay, und jetzt könnte ich hier noch Move machen, oder was? Nee. Das geht anscheinend nicht mehr. So, jetzt wäre halt die Frage, warte mal, ja. Gehen hier nochmal auf ihn, ob er jetzt irgendwas machen kann. Action, Attack. Nee. Kann er ihn angreifen? Lustigerweise nicht. Okay. Vielleicht können wir jetzt aber hier Magie machen, weil der schon dran war. Mal ausprobieren. Hä? Okay. Achso, konnte ich nur auf mich selber machen oder was? Oder geht's auf alle? Geht auf alle, glaube ich, so ein bisschen. Nee, habe ich auf mich selber gemacht. Aber es gab Erfahrungspunkte. So, okay. Dann würde ich sagen, Rundenende. Achso, hier Skill. Nö. Start, ne, Select, ne, X. Turnover. Da kann er nichts dagegen machen, ne. Okay, okay, okay. Krass. Ach, der wäre schon tot. Glint. Zum Kuckuck. Tut mir leid, ich muss weg. Okay. Einfach weggebeamt. Ich glaube, es läuft gerade nicht so gut für uns. Es geht. Und die können wahrscheinlich wieder richtig sterben, ne? So dass der Typ nicht mehr wiederkommen kann.
Ja, schlag zurück. Na toll. Ach, das ist der Boss. Dachte, den hätten wir gerade erledigt. Player Turn, okay. Anfangen würde ich jetzt mit ihm. Action. Attack. Kann jetzt wieder keinen angreifen, oder wie? Was ist denn das? Deswegen bewegen die sich außerhalb, okay. Und dann würde ich hier Magie nehmen. Und zwar auf ihn hier. Das geht schon wieder nicht. Okay, Action, Attack. Warte, anders. Move. So, dahin. Und dann Action, Attack. Ah, okay. Dann gehen wir hier erstmal auf ihn. Dann ist nämlich einer weg. So. Action. Attack. Greife erstmal ihn an. Und hat Support hier anscheinend. Der schlägt zurück. Und der ist auch tot. Dego, Uck, sie haben mich. Bis später. Bin unzufrieden. Kann ich mich selbst noch heilen? Alles verwöhnt, ey. Ja, gut, muss halt reinkommen. Ist okay. Ich hab's, glaube ich, jetzt hier voll versaut. Kann jetzt halt den Boss noch mal ein bisschen angreifen. Ja, super. Okay, der ist weg. Ah, okay, der rennt weg. Toll, selbst heilen. So, ich müsste mich jetzt auch so hinstellen, dass er mich nicht direkt erreichen kann, ne? Kann ich jetzt? Ne, eigentlich Leben ist auch okay. Das heißt, wir machen erstmal Move dorthin. Na, dann kann er mich aber bekommen. Action. Habe ich jetzt noch andere Magie? Nee. Das heißt Action, Attack. Und auf ihn hier. Vielleicht kriegen wir den mit einem Schlag weg. Ich glaube irgendwie nicht. Super geblockt. Läuft schon mal. Und der schießt mich. Aha, auch geblockt. So, und jetzt kann ich noch... Nee, jetzt ist vorbei, ne? Spell. Da kann ich aber nicht. Also es hat nicht gleich den Suchtfaktor wie Suikoden. Glaub auch lustig, aber... Das wäre so ein Spiel, wo ich mal überlegen könnte, später zurückzukommen. Ich glaube, wenn ich mich da jetzt richtig reinfuchse, bist auch wieder mindestens bei 60 Parts. Achso, Ash ist tot. Na ja, gut, läuft bei mir. Komm, das kann ich aber nicht auf mir sitzen lassen. Warte mal, wie würde das weitergehen? Ja, okay, lustig. So. Sind wir im ersten, oder? Bin mir gerade unsicher. So, er hier. Wollen wir uns erstmal alle dorthin verschieben? Action, Attack. Okay. So, Move. So, Action, Attack. Da drauf. Ja, und hat Support von dem anderen auch noch.
Perfekt, einer schon mal weg. Könnte ich halt hiermit überlegen. Hier hinzugehen und Attack. Ja, mit der Steuerung ist immer so ein bisschen schwierig. Also was ist nach links, was nach rechts? Durch die Kameransicht. Ist ja schon auch geblockt. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf Turnover. Ah, verstehe, verstehe. Okay, und soweit alles klar. Ja, Fernkämpfer ist natürlich ungünstig. Aber ist ja Ash, der kann sich selbst heilen. Also Bier wahrscheinlich, ne? So wie es scheint. 9, aber er kann zurückschlagen, ne? Sehr schön. Das heißt, den können wir erstmal so hin moven. Dahin bewegen, dass er den einen schlägt. So, der Boss rennt weg. Das ist erstmal Player-Turn. Das ist die Frage. Gut, er kann von hier nicht angreifen, ne? Nee. Könnten den halt hierhin bewegen. Von da könnte der Boss vielleicht angreifen. Von hier bin ich relativ sicher. Ja, aber kann halt keinen angreifen hier, noch nicht. Okay. Was? Nee, nee, sollte schon da stehen bleiben. So, Push. Oder was? Okay. Kannst du die Blickrichtung wählen? So, Move. Du wirst hier verschoben, oder? Ja, vielleicht das Sinnvollste. So. Und Action Attack. Sehr schön, der ist schon weg. Und dann nehmen wir uns den zur Hand. Okay, dann war das jetzt wahrscheinlich noch nicht so sinnvoll. Bogenschütze ist nur eher... Warte mal, in welche Richtung kann ich angreifen? So, okay. Das heißt, wir müssen ihn daneben stellen. Dann kann er mit angreifen. Ja, aber wenn er da in der Linie steht, wird er angegriffen. Hier. Okay, dann in die Richtung. Achso, er muss in die richtige Richtung gucken. Er muss in die richtige Richtung gucken, damit er zurückschlagen kann anscheinend. Kann ich jetzt mit einem anderen? Nee. Okay, und der kann... Ja, okay. Hätte man bedenken können. Und jetzt schlägt er nämlich auch nicht zurück, oder? Doch. Okay. Also wahrscheinlich darf er bloß nicht mit dem Rücken dahin stehen. Jetzt kommt auch noch der Lord. Alter. Clint. War wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Er ist aber auch direkt in den Kampf reingeworfen, Alter. So, was machen wir da? Mit denen vielleicht Move. Müssen jetzt erstmal gucken, dass wir einen hier wegbekommen. Der hat noch volles Leben. Warte mal, ich fange mal mit ihm an. Action, Attack. Oder müssen wir heilen? Vielleicht auch in Rot angezeigt, lustig. Okay, nö, sehen beide gut aus. Action, vielleicht muss ich auch einen Boss angreifen, damit der wieder sich verzieht. Aber ich guck mal, dass ich hier rauf gehe. Ah, sehr schön. Ja, das war clever. Kann ich mich jetzt noch bewegen? Nee. Nee, kann ja so erstmal nicht... Also den könnte ich halt angreifen. Ist das sinnvoll? Dann zieht der vielleicht ab.
Vielleicht nicht mal so dämlich. Bei der kommt... oder? Ja doch, ist der nämlich weg. Naja, vielleicht auch noch nicht. Jetzt kann ich mich bewegen, oder wie? Nee. Doch, könnte ich wahrscheinlich, aber so, Turnover. Ah, sorry. Turnover. Enemy. Sehr schön. Und weg? Nee. Na, vielleicht hat der Boss jetzt Angst. Okay, greif mich an. Vielleicht greife ich aber zurück an. Dann war das Ganze ganz gut. Ja, okay. Hat noch 4. Könnte man jetzt platt machen. Ohne Heilung. Level up. Volles Leben, hoffe ich mal. Das ist wie bei WoW. Player turn. Okay. Ich würde jetzt hier einfach direkt mal den angreifen. Wie viel Leben habe ich hier? Naja, komm. Könnte eigentlich ausreichen. So, warte, ja, hier. Action, Attack. Komm, hauen jetzt direkt weg. Das ist richtig ungünstig. Gut, ich lebe aber noch. Kann ich jetzt noch einen Zauber irgendwie wirken? Nee, ich könnte noch wegmoven. Oder was? Bringt mir aber 0. Wenn ich hier hingehe, könnte vielleicht der Schütze ihn noch mit angreifen, ne? Oder er stellt sich halt hinter mich. Ne, ich kann anscheinend mich nicht mehr bewegen. Oder, warte mal. Move? Ne. Ne, okay. Gehen wir hier mal auf Action und Attack. Warte mal, der hat ein Item dabei. Herb, okay, könnte ich mich anscheinend heilen. Ne, erstmal ist wichtig, dass wir... Obwohl, wenn er mich angreift, kann ich ja zurück angreifen. Guck erstmal, dass ich den jetzt erledige. 6 muss ich abziehen. Toll. Ja, siehst du, das war jetzt wieder schwachsinnig. Ach. Nächste Runde bin ich weg. Hm. Ungünstig. Kann ich jetzt ein Item noch nehmen, bitte? Naja, gut. Status. Battle Condition. Okay. Turnover. Glaube, ich hab's versaut. Ich meine, Ash müsste es überleben. Komm, jetzt abwehren, abwehren. Oh, okay, Glück gehabt. Richtig Schwein gehabt. Ah, jetzt hat er Support. Jetzt haut er mich weg. Jetzt hauen weg. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr. Also Glück gehabt. So, jetzt kommt der Boss noch. Und der rennt weg und heilt sich. Player Turn. Das heißt, ich wähle mich aus. Move. Dann... auf Action, Attack. Ja, er schlägt zurück, was so wieder ein bisschen schwierig ist. Ja, okay, ich bin gleich weg. Na, ich habe mich auch dämlich angestellt, die Runde wieder. Ich hätte mich einfach heilen können und dann wäre gut. Move. Dorthin. Ach, und ich komme nicht mal ran. Ach, warte. Da können wir zumindest hin. Dann müsste ich hier auch attackieren können. Kann ich einen Herb eigentlich auf Ash benutzen? Bestimmt nicht. Nee. Attack. Er müsste ihn jetzt weghauen, ansonsten ist blöd. Na, okay, cool. Versaut.
kann ich mich echt nicht mehr bewegen irgendwie. Nee. Bringt nichts. Haut mich jetzt weg, außer ich weiche aus. So dachte ich das nämlich. Den Sieg habe ich gar nicht verdient. So sagt, ach, tötet mich nicht. Ich flehe euch an. Töten. Ganz easy, ganz easy. Jovin. Oh, was? Gab's einen Abzug? Ach so, weil ich den verloren habe. 630G. Steht für Gold. Steht immer für Gold. Git Points. Diego, das sollte euch eine Lehre sein, was? Du bist das, ich weiß. Die sei schon Zutgach. Ash sagt was? Der gleiche Zutgach, den wir erst vor 2 Monaten ins Gefängnis warfen. Diego sagt ihm, das ist das gleiche blöde Grinsen. Erkennen Sie ihn nicht? Zut, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Diego, warte mal. Nur 2 Monate und schon wieder draußen? Er muss ausgebrochen sein. Ash sagt, stimmt. Ich glaube nicht eine Minute, dass dieser Verlierertyp es alleine schaffen konnte. Verschwörung im Gange. Zut sagt, Stöcke und Steine zerknacken dir die Beine. Aber was schert mich, meine Freunde werden mich nicht vergessen. Diego sagt, was bedeutet das? Antworte. Zut, ach nichts weiter, nur Gemurmel. Clint, ah, ich verstehe. Ash hat aber auch bald eine Glatze, so wie es aussieht, ne? Der relativ später Haarensatz. Clint, dieses Tal ist für den Handel entscheidend, der diese Halunken nährt. Sein Befreier streicht sicher super Gewinne auf dem Schwarzmarkt ein. Ein Gauner von Politiker oder Kaufmann. Ist ja gerade ja nichts Neues. Die Gesache, das bringt mich zur Weißglut. Soll ich im gleichen Fall verpassen, Ash? Zu, nein, halt. Ash, lassen Sie es, Diego. Diesen Floh zu zerquetschen wäre keine Lösung. Unser Job ist getan. Gehen wir zurück nach Shumeria. Okay. Okay, so viel dazu. Ich würde aber mal sagen, war ein relativ langer erster Part. Könnt gerne mal eure Erfahrungen auch mit dem Spiel reinschreiben. Ist wieder so ein Spiel, da bin ich viel zu dumm für. Aber dann bin ich eigentlich irgendwie so angefixt, dass ich mir sage, okay, ich bin zwar zu dumm dafür, aber ich schaff's trotzdem. Aber ich glaube, das würde bei mir ziemlich lange dauern und wir haben noch viel vor uns. Deswegen gerne einen Kommentar schreiben. Euch einen wunderschönen Abend, wenn es gefallen hat. Super gern Daumen nach oben und bis zum nächsten PlayStation 1 Spiel. Zocken ja alle an. Bis dahin.